Es gibt etwas, was ich dir gerne zeigen möchte, was ich immer mit habe, egal ob es der Urlaub ist, ein Ausflug, zu Hause, immer. Und zwar ist es die kleinste Apotheke der Welt. Und schaut so aus. Ist ein Lip-Balsam, also ein Lipstick. Riecht herrlich nach Gummibärchen. Und ich kenne dieses Teil, glaube ich, jetzt schon 20 Jahre oder 15, also sehr lang. Und ich habe es immer vorrätig zu Hause. Ich kaufe mir immer gleich einen großen Pack mit mehreren, damit mir das nie ausgeht. Habe ich natürlich jetzt auch im Urlaub mit und sogar schon hergeschenkt, weil es ist so ein tolles Mittel gegen Insektenstiche, Verbrennungen, kleine Wunden, natürlich für die Lippen, dass sie nie austrocknen. Und vor allem, wenn du zu Fieberblasen neigst, ja, schmier dir deine Lippen jeden Tag damit ein und du wirst merken, dass deine Fieberblasen weniger werden. Ich habe nämlich wirklich an Fieberblasen gelitten in jungen Jahren. Kaum ist eine vergangen, ist die nächste gekommen. Ich habe sogar sehr, sehr starke Medikamente nehmen müssen. Und wir wissen natürlich alle, dass das ein Virus ist und bei einem schwachen Immunsystem ausbricht. Allerdings nach der Organsprache, und da kannst du dir überlegen, wenn du an Fieberblasen leidest öfter, also heißt es bittere Worte, die unausgesprochen bleiben, die man vielleicht runterschluckt, die ihnen auf der Zunge liegen und man der Harmonie willen nicht ausspricht. Ja? Du wirst in einem meiner nächsten Videos, wenn ich es dann fertig geschnitten habe, weil es eben so viel Material hat, dauert es ein bisschen länger, sehen, dass ich eine kleine Fieberblase hier oben hatte. Und tatsächlich, vor meiner Abreise hat mir jemand was gesagt, wo ich wirklich sprachlos war. Ja? Und das war ganz schön heftig. Auch ich erlebe sowas. Ich sehe gerade, dass ich extrem glänze. Ich habe mich nämlich eingeschmiert mit Mandelöl. Ich habe nämlich meine Sonnencreme nicht mitnehmen können, die ich dir in diesem Video vorgestellt habe, weil ich nur mit Handgepäck gereist bin. Und ich habe keinen Sonnenbrand gekriegt, habe Mandelöl verwendet, hatte Sonnenschutzfaktor 5, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aber dass du weißt, warum ich so glänze. Also es kommt in einem der nächsten Videos auf jeden Fall auch zur Sprache. Wirklich, wirklich toll. Mich hat einmal eine Wespe hier gestochen und da hat mir eine feine, zarte Haut. Das hat wehgetan. Ich habe es eingeschmiert mit diesem Lipstick und der Schmerz ist gleich abgeklungen und auch die Schwellung war weg. Ja. Wenn aber jetzt, weil wir bei den Fieberblasen waren, eine Fieberblase doch kommt, ja, dann ist man mit dem ein bisschen zu spät. Das kann man, also diesen Stick kann man dann verwenden, wenn sie dann schon verkrustet ist und abheilt. Ich habe mir das, was ich dir jetzt gleich verrate, in ein kleines Döschen abgefüllt, habe ich auch immer auf Reisen mit. Und zwar heißt es auch von der gleichen Marke, also das ist, weiß gar nicht, welche Marke, ah ja, Forever. Da steht Forever. Ich glaube, das ist die Forever Livings heißen. Ich schreibe es dir unten rein. Ist aber, falls du das schon einmal von einem Schneeballsystem kennst, das ist es nicht mehr, gell? Die Produkte sind nämlich wirklich gut davon, kannst du auf Amazon bestellen, ganz normal. Und das, was ich mir hier abgefüllt habe, heißt Gentleman's Pride und ist tatsächlich ein Aftershave. Ist nur noch ganz wenig drinnen, braucht man auch nicht viel und riecht auch ganz gut, also natürlich nach Aftershave, aber nach einem guten. Das schaut so aus, habe ich natürlich nicht das Ganze mitnehmen können, brauche ich auch nicht. Und das verwendest du, wenn die Fieberblase gerade ausbricht, wenn es dann juckt und wehtut und brennt und du weißt, alle grauslichen Symptome hat, dann einfach permanent mit dem einschmieren und du wirst erstens einmal gleich eine Erleichterung finden, es juckt dann nicht mehr, es brennt dann nicht mehr und vergeht auch schneller. Also meine Fieberblasen sind so nach einer Woche auf jeden Fall weg. Maximal, dass eine kleine Verfärbung noch ist, ne? Da kann man ein bisschen Concealer dann drauf geben, ist ja wurscht, aber diese Kruste und dieses Grausliche, was eigentlich 2 Wochen dauert, ist zumindest bei mir jetzt nach einer Woche auf jeden Fall vorbei. Und ohne den gehe ich wirklich nie außer Haus.
es ist auch anders als die anderen Lippenpflegestifte. Du musst nicht jeden Tag, also den ganzen Tag über nachschmieren, weil die anderen trocknen die Lippen ja auch aus. Mit dem, du schmierst einmal in der Früh ein und brauchst nicht mehr, also brauchst gar nicht mehr denken dran. Wobei ja unsere Lippen mit Organen verbunden, also mit einem Organ verbunden sind, da komme ich ein anderes Mal noch zum Sprechen, sonst wird es zu lang. Also empfehle ich dir wirklich von Herzen, sollte immer dabei sein, wie gesagt, bei kleinen Wunden. Aber wenn du jetzt auf die Inhaltsstoffe will ich noch kommen, da ist Vaseline drinnen, ja. Wenn du sagst, Vaseline geht gar nicht, ich sage, Lanolin geht gar nicht. Das ist das Wollfett, was ja eigentlich das Pendant, glaube ich, zu Vaseline ist. So gut kenne ich mich nicht aus, aber wenn ich mich entscheide gegen Tierleid, dann entscheide ich mich gegen Tierleid, ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, weil es ist ja nicht so, dass die Schafe das scheren mögen, gell? Also erstens einmal das. Die Schafe sind Fluchttiere, ja. Und wenn du das schon einmal gesehen hast, wie die geschert werden, sogar bei Wettbewerben, es wird nicht sehr zimperlich mit ihnen umgegangen, ja. Und ein Schaf leidet. Und weißt du, dieses Leid bleibt, ja, das bleibt als Energie. Bleibt in der Wolle, bleibt im Wollfett, bleibt in der Atmosphäre. Du musst mir nicht glauben, aber wenn du dir die Welt anschaust, ja, dann wirst du feststellen, dass die nicht sehr schön ist. Und ich habe sogar gelesen, dass Schafe schon so gezüchtet werden, dass die Falten bilden, damit sie mehr Wolle tragen. Was einerseits ja Wahnsinn ist, was die für eine Last tragen müssen, bevor sie geschert werden. Und dann entzünden sich auch noch diese ganzen Falten und setzen sich also Insektenmaden an und das Tier leidet wirklich. Also ja, ich weiß nicht. Ich, wenn ich mich entscheiden kann, dann wähle ich halt auch ein Erdölprodukt. Ja, man muss sich halt dann entscheiden. Ich ernähre mich vegan, aber ich bin vegan, weil ich Tiere von ganzem Herzen liebe und alles ablehne, was nicht artgerecht ist einfach, ja. Ich möchte das einfach nicht. Aber du entscheidest und du entscheidest, was du auf dich lässt, welche Energie du auf dich lässt und mir geht's so gut, seit ich dem Tierleid tatsächlich aus dem Weg gehe, gar nichts mehr konsumiere oder esse, trage, was auch immer. Es ist ein ganz ein tolles neues Lebensgefühl, wenn man wirklich auf alles Rücksicht nimmt, ja, und nicht egoistisch durch die Welt geht und sich gar nichts dabei denkt. Ja. Nur weil es etwas gibt, heißt es nicht, dass es gut ist. Also in diesem Sinne noch einmal die Empfehlung von diesen Produkten, richtig, richtig gut. Und jeder, der es bis jetzt ausprobiert hat, ist hellauf begeistert, ja, und hat die jetzt auch immer vorrätig zu Hause. Richtig tolles Teil, es riecht auch so gut und richtig gut. Also, tschüss!